Stehe jetzt da vor einem Kernbohrrohr, das ist gerade von der Baustelle gekommen, ist reparaturbedürftig, der Zahnhalter ist defekt und den wollen wir heute zusammen austauschen. Das Wichtigste ist, dass wir die Schneidgeometrie erhalten. Um das zu erreichen, müssen wir den neuen Zahnhalter in dieselbe Position bringen wie den alten. Dafür brauchen wir die Kopiervorrichtung von der Firma Bauer. Und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert. Als erstes montieren wir die Halterung. Mit den Gelenken bringen wir die Vorrichtung in die richtige Position. Ziehe jetzt die Gelenke fest, damit die Kopiervorrichtung in derselben Position auch bleibt. Auch die Tiefe müssen wir justieren. Und jetzt schneidet der Stefan den alten Zahnhalter raus. Nach den Brennarbeiten setzen wir den neuen Zahnhalter ein mit dem Verschleißschutz nach oben. Mit der Kopiervorrichtung überprüfe ich nun die Position. Die Kopiervorrichtung ist für alle Bohrwerkzeuge geeignet. Bitte beachten, bei Flachzellen benötigen wir einen anderen Dorn. Die Kopiervorrichtung findet ihr in unserem Servicekatalog. Für weitere Fragen stehen wir gern zur Verfügung.